Hey Leute, willkommen zurück zu Stalker, Call of Pripyat. Ja, oh Gott, ich bin im Labor X8 und ich habe Angst. Mal wieder. Urängste durchlebe ich hier. Guck mal hier, diese kleinen Ratten wieder. Ich höre ihn schon schreien, diesen dummen Jedi-Meister. Diesen dunklen Jedi, muss man sagen. Ah! Au! Chemisch, au! Shit! Oh! Hör doch mal auf mit solchen Geräuschen hier, Kerl. Ach, da geht's ja runter, guck mal. Hab ich ein Secret entdeckt? Oh. Ja, Secret voller Ratten, du. Ich sollte mal mit dem Ding hier langsam machen. Da ich nicht mehr so viel Munition habe. Was? Das war's? Ernsthaft? Das ist nur so ein kleiner Rundweg und hier waren Ratten? Ah! Ach nee! Da, das war nur... Hier liegt ein Haufen Zeug, aber... Okay. Ich dachte, da gibt's noch mehr. Dann halt nicht. Das Quietschen ist noch das geringste aller Übel, finde ich hier. Warte mal. Ah. Hallo, ich würde es gerne hier mit. Dann mache ich es halt hier mit. Erste Mal, dass ich so ein Ding benutze. Das ist ja eigentlich ganz nett mit so einem grafischen Interface. Oh, komm schon. Gib mir Meat Chunk. Sind diese Penner? Diese dummen Jedis. Oh Gott, hier könnte überall was sein. Oh, da sind wieder Schwerkraftanomalien. Nein, ich mag die nicht. Das sind die schlimmsten von allen. So eine Karussellanomalie oder sowas. Was ist denn hier los? Aha, aha. Ja, solange ihr da unten rumspielt, ist mir das wurscht. Wer bist du denn? Ha, okay. Soll mir das was sagen, der Typ, oder? Was ist das denn? Ach, das sind solche... Ist das für Sand, oder was? Diese Dinger, oder für Wasser? Keine Ahnung. Diese Hütchen. Ach ja. Aha, jetzt bin ich einmal rund gelaufen, okay. Oh, ich hab's gewusst, bevor ich natürlich reinrenne. Au! Das, der Aufzugsschacht. Oh, alles voller Blut, alles mein Blut! Oh! Irgendwo hier müssen die sein. Jetzt reicht's mir, Leute, ich hab die Schnauze voll von den Teilen, ich mach sie jetzt alle tot. Wo seid ihr? Da unten latscht irgendwas im Wasser rum. Ich kann euch hören. Ihr seid's wieder. Kleinen Ratten. Oh, das ist ja die Schwerkraftanomalie und ich renne hier einfach durch. Es ist hundertprozentig ein Karussell. Ah! Es reicht, Freunde, es reicht. Ja. Bist du Drecksack? Wo ist der? Hier ist er auch nicht. Verdammter kleiner Mann. Oh, was liegt da? Moon? Da ist noch eine Knarre. Oh, da ist noch mehr Zeug. Yes, das waren noch mehr Daten. Okay, die gucke ich mir alle noch an, wenn es soweit ist, Leute. Habe ich letzten Part schon gesagt, aber ich will erstmal diesen dummen Jedi-Meister. Wo ist er denn? Er gesagt Sith? Es ist ja kein Jedi. Jedi sind ja gut. Aber der ist böse. So, ist hier noch was? Was ist so mit meiner Sicht los? Bin ich jetzt ausgerechnet müde, oder was? Erzähl mir nicht, dass ich jetzt müde bin, dann werde ich nämlich stinkig, du. Oh, da liegt doch was. Eine Uhr. Nö. Irgendwelche Hebels. Ja. First Aid Kit. Oh Gott.
Nein. Zieh doch die Waffe raus, Mensch. Manchmal machst du einfach nichts. Oh. Wo kommt ihr denn jetzt her? Gold? Oh, da ist wieder was. Anti-Radiation Drugs. Ja, ich habe ja genug Strahlenresistenz. Von daher, das geht alles ruckzuck wieder runter bei mir. Aha. Antidote. So, Technical. Leave the underground complex or continue looking for documents. Ich suche natürlich weiter. Was denkt ihr denn? Ich will noch vor allem diesen blöden Jedi-Meister. Jetzt kann ich nicht mehr laufen. Das ist schön. 76 Kilo? Ja gut, das liegt alles hier ran. An dem Teil, ne? So. Ist da noch was? Nein. Oh Gott, ich will den jetzt erwischen. Der geht mir so auf die Nerven, der kleine Mann. Warte mal, hier hinten ging es nicht mehr weiter, ne? Nee. War hier echt kein Weg? Da muss ich ja quasi wieder hier hoch, den Fahrstuhlschacht oder hier die Treppen wieder rauf. Boah, dieses Verschwimmen die ganze Zeit, das ist das Schlimmste an allem. Achso, das war nur der Rundweg. Ja, ja. Hab, hab, hab. Da war der Aufzug. Da oben war ich hier. Nee. Nee, da war ich nicht. Lass mich raten, hier versteckt er sich. Schweinemann. Auch nicht. Das gibt's doch nicht. Leute, ich bin total verwirrt. I'm totally confused. Hep. Stash vielleicht? Nö. Nö. Also irgendwas ist hier auf jeden Fall, denn sonst würde meine Sicht die ganze Zeit nicht so durchgehen. Irgendwas muss hier einfach sein noch. Da oben war ich auch schon überall, ne? Ja. Oh Leute, ich habe echt langsam keine Ahnung mehr, wo ich hier überhaupt überall schon durchgerannt bin, wirklich. Da war der eine, den ich getötet habe. Schwein. Schweinesau. Und hier? Ging es auch nicht auf. Bäh. Was auch immer das mal war, sieht eklig aus. Starker Energy Drink, was? Gibt's auch einen besseren? Nö, gib mir den Strong. Okay, ich bin offiziell planlos. Wo? Oh, Thunfisch, Thunfisch, Thunfisch. Sehr gut. Ich bin wirklich offiziell planlos, wo hier die Viecher sind. Ansonsten weiß ich nicht, würde ich dann doch lieber gerne das Labor verlassen. Oder? Warte mal, ich wollte noch in diesen Fahrstuhl... Oh, da war wieder eine Gravitationsanomalie. Ja, 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 ich habe das gesehen. Warte. Ich gehe nochmal ganz kurz in den Fahrstuhlschacht schauen. Guck mal hier vor allem, jetzt wird's wieder... Ja, hier kommt wieder diese Sicht. Du bist es, gib's zu. Komischer Mann mit der hohen Stirn. Oder hier ist eine Psi-Anomalie selbst an der ganzen Sache schuld. Das kann ja auch sein, oder? Oh, das will ich nicht öffnen, das Ventil. Warte mal, hier geht's... Da liegt doch was. Hallo? Komm ich aber nie im Leben rauf, du. Warte mal, hier... Könnte sogar sein. Bah. Ist das schief springen, Kollege? Ich versuch's einfach mal. Oh, ich höre ihn. Ich glaube, ich hab sie, die Sau. Ich hab ihn. Yes. Du Mistkerl. Der mich die ganze Zeit terrorisiert hat.
Boah. Hör auf. Yes. Oh, da war noch einer. Ein dritter, habe ich noch gehört. Nein. Nicht töten. Bitte nicht. Ich muss mich noch ein bisschen erholen, dann komme ich gleich wieder. Oh Gott. Okay, die Moon ist gleich leer. Dann werde ich die schon mal wechseln auf die Panzerbrechende. Oh Gott, ich kann ihn hören. Jetzt geht's ab, Kleiner. Jetzt geht's ab. Ich sag's dir, du hast mich lang genug gereizt. Du und deine Freunde. Ah! Nein, ich bin da runtergefallen. Ja. Genau. Genau. Eine Säure tötet mich. Oder was? Hatte ich noch nicht genug Lebensenergie? Na komm, nehmen wir den letzten Quicksave. Ah, meine Güte. Nur weil ich in diese kleine Lücke da reinfall wieder. Komm, du kleiner Drecksack. Aufhören. Oh, und da liegt natürlich noch die ganze... Ja! Ja! Und ich habe sogar die Zombie-Pillen wieder, zwei Stück. Wo sind sie denn? Da, drei! Yes! Anabiotics! Yes, 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 yes! Also das Maschinengewehr ist schon recht gut, muss ich sagen, aber halt echt nicht meine Waffe. Das ist mir eindeutig zu klobig und ich merke auch, die Handhabung ist ziemlich schlecht. Also ich kann sehr, sehr langsam nur damit rumschwenken. Wie hätte ich denn sonst hierher kommen sollen, außer über den Aufzugsschacht? Ich glaube gar nicht, oder? Ja, bin schon wieder erschöpft. Guten Tag. Bin der erschöpfte Stalker, du. So. So. Schön. Ist ja eigentlich egal, wie rum ich das mache. Ich brauche Schrotmunition, Leute. Ganz viel Schrot. Och, nicht schon wieder. Ich guck diesmal mit dem Gerät. So. Ich weiß gar nicht, ob es so eine gute Idee ist, hier runter zu gehen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber hier ist gar nichts mehr. Alles klärchen, dann können wir jetzt endlich wieder hier raus. Und vielleicht mal zurück zum Stützpunkt. Oh Mann. Und das macht ein Kerl alleine hier. Gebt euch das mal. Die lassen mich alles alleine machen. Ist ja noch mehr. Geil. Immer mehr Dokumente, sag mal, wie viele ich gefunden habe. Also, ich müsste jetzt eigentlich Sternchen... Also, eine 1 mit Sternchen kriegen dafür. Von meinen Kameraden. Oh, ist echt alles voll, ne? Mit Anomalien hier. Okay, das ging gut. Hä? Ach, da ist der Aufzug. Ich dachte eben schon, was blockiert denn da so schön? Da. Wow, Leute, ich hab's echt geschafft. Ich bin begeistert. Ich hätte nicht gedacht... Ach genau, hier bin ich das letzte Mal runtergefallen, ne? Also, das erste Mal, dass ich hier runtergestiegen bin. Oh, ist das gut, Leute. Ich hab's echt geschafft. Jetzt kann ich mir mal ganz in Ruhe angucken, was ich da alles habe. Manual for Item 62. The manual describes how to use Item 62. The instructions emphasize that to adjustments need to be... Blablabla. Ich überflieg's nur kurz. Okay, es wird eben nur gesagt, wie man das Ding zu bedienen hat. Um es ganz kurz mal übers Knie zu brechen. Report on study on of samples. Blablabla. The report details the study of biological samples sent to Lab X18. Ah, das ist im dunklen Tal, glaube ich. The samples were subjected to... Gut, auch hier wieder ganz... ja, USS Analysis und bla. Order of Transfer. The document refers to the transfer of the research team and all materials to another laboratory, X7. Aha. Es geht eben darum, dass die Forschung verlagert wurde und auch der Gegenstand. Rainbow Emitter. Main Technical Characteristics. Aha, Labor X10. Ja, alles nicht wirklich interessant, aber in den richtigen Händen wahrscheinlich schon. The documents refer to the one of the site discoveries of the research, specifically discovery that living creatures are able to generate directed psi emissions. Was?
Okay, das liegt wohl an diesen komischen Jedi-Meistern oder diese Darth-Viecher eben, diese Sith-Kreaturen. Die können also durch, ja, die können solche Missionen aussenden quasi, oder was? Documents concerning Item 62. Ja, das hatten wir, glaube ich, schon. Gut, Leute, dann haben wir das. Was freue ich mich. Ich finde solche Labore zwar immer recht interessant, aber... ja, auch anstrengend. Ihr habt's gesehen. Das, wenn mir da die ganze Zeit Zeug um die Ohren fliegt, gesteuert von solchen komischen Kontrolleuren da, 4 bis 5. Ah! Da finde ich das nicht gerade geil. Seid doch Schweine, ey, ohne Witz. Keine ruhige Minute habe ich hier. Du bist tot, okay. Komm, Kinders, irgendwann reicht's auch mal jetzt. Ich komme aus dem Aufzug und direkt schmeißen sie mich wieder mit dummen Gegnern zu. Ah! Nein. Hittergeist Swolodge. Ach, das war ich, der das sagte. Der Hund kann's ja schlecht gewesen sein, ne? Swolodge. Ja, Swolodge ist, glaube ich, Mistkerl, oder? Swolodge. Ich weiß es nicht. Oh ja. Oh ja. Oh Gott, ist das furchtbar. Ja, schon wieder abends? 6:30? Das geht ja verdammt schnell, die Zeit. Da bin ich den ganzen Tag hier irgendwo in Apartmentkomplexen rumgekrebst. Oh Gott, komm. Ich sprint jetzt einfach zurück. Ja, ja. Strahlung ist mir sowas von Jacke im Moment. Bin ich überhaupt richtig? Soll ich nach Süden laufen? Ja. Ja, passt. Aber was einem gleich hier wieder entgegenkommt, ne? Das ist unglaublich. Uiuiuiuiui. Ja, mal gucken, ob ich denn die Dokumente vielleicht noch lieber Uhu verkaufen sollte. Ich weiß es nicht. Soll ich das tun oder soll ich die lieber meinen Leuten? Ja, ich gebe die erstmal meinen Leuten ab. Wie gesagt, Geld ist jetzt erstmal keine Sorge mehr, die ich mit mir trage. Eigentlich habe ich überhaupt keine Sorgen mehr. Uah, komm, hau ab. Hau ab. Oder besser, komm her. Stech euch ab. Die kleinen dummen Viecher, weil die auch gerade durch meine Rüstung durchkommen, ne? Das will ich sehen. Das will ich sehen, dass ihr da durchkommt. So, jetzt gehe ich erstmal meinen ganzen Sheet reparieren. Das ist ja unglaublich. So, mal auf. Und Moon hole ich mir noch. Ganz viel Moon für die Schrot, wenn er mir jetzt was gibt. Der Zack. Ich brauche Moon. Warum gibst du mir keine? Bist du für ein Arsch? Ich bin doch euer Freund. Und ihr gebt mir keine Munition. Das finde ich nicht nett von euch. Oh, guck mal hier. Boah, 2300. Leute, es wird knapp. Es wird richtig knapp. Ich muss doch nochmal zurück in die anderen Gebiete. Ja, ich brauche Unterstützung. Ich hab... Nö, ich hab nix. Ja, hi. Dann reparier mich wenigstens. Dankeschön. Ja, reparier mich mal, ne? So, dann gehe ich nochmal kurz zurück zu... Wie hieß der? Kowalski? Nee. Kova... Irgendwas mit... Ich kann mir die Namen doch nicht merken, Mensch. So. So, Kumpel. Hier. Kowalski, doch? Ich brauche einfach mal... Nee, brauche ich gar nicht. Hä? Warte mal, wo muss ich denn die Quest überhaupt abgeben? War das nicht hier? Nö. Nö, das war jetzt einfach so. Keine Ahnung. Oh, ich muss auch noch die Tools für Nitro besorgen. Dann habe ich eigentlich soweit alles an Quests. Ernsthaft? Ich meine... Was? Warte mal, ich habe von einem... Was? Ich hatte eine sehr unschöne Erfahrung, die ich gerne mit dir teilen würde. Einige der Söldner haben gefragt... ob ich sie nach Pripyat führen kann. Zuerst... Was? Wollten sie mich mit einer ganz schön saftigen Belohnung entlohnen. Aber ich habe bald gemerkt, dass das ziemlich... ja, ich habe bald die Scheiße gerochen, wenn man es so übersetzen will. I was in the brown stuff. Ich saß in der Scheiße. Ja, ich... Sie haben mich nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen und haben mich quasi mit der Pistole bedroht. Oder mit ihren Waffen. Ich habe es geschafft zu entkommen und als wir Pripyat erreichten, aber... Aha. Jetzt suchen sie in der Stadt nach mir, also sei vorsichtig. Oder jetzt rennen sie hier rum.
Hast du gehört, von was die geredet haben? Ja, etwas davon. Sie hatten auf jeden Fall keine Intention, mich leben zu lassen. Achso, also haben sie ihre Pläne nicht verschleiert oder verschwiegen. Sie haben was darüber diskutiert, dass sie den Klienten einiger Leute treffen wollten. Und dann den... Was? Ja, wollten das Objekt des Grundes ihrer Mission zeigen. Wo passiert dieses Treffen? Ah, ganz in der Nähe. Beim Apartmentkomplex. Danke für die Info. Das ist eine gute Info, Leute. Da werde ich gleich mal nachschauen, oder? Oder soll ich erstmal zurückreisen? Das ist die Frage, ne? Nehmen wir erstmal noch ein bisschen Panzerbrechende. Die nehme ich mir auch noch mit. Dann die noch. Ach, guck mal, für das... Ja, ich weiß... Ich nehme die mal mit. Kann sich ja vielleicht noch als nützlich erweisen. So, du bleibst jetzt da. Du bleibst auch da. Die kann ich nicht nutzen. Dafür habe ich auch nichts. Auch dafür nicht. Ja, schade, dass ich kein Scharfschützengewehr mehr habe. Warum auch immer ich das weggetan habe. Ist ja furchtbar. Nee, komm, ich gehe nochmal ganz kurz zurück in den Jupiter. Ja. Achso, der will gar nichts dafür haben, oder? Nur für den Hinweg will er... Habe ich das jetzt irgendwie... Ich habe mal wieder nicht aufgepasst, Leute. Ja, ich weiß. Aber anscheinend will er nur was für den Hinweg, oder? Ja, wäre auch ein bisschen dumm, wenn man jetzt hier nämlich dann irgendwann kein Geld mehr hat. Ich kann ja schlecht was verkaufen, ne? Was? Ich habe da gar keine Waffe draußen. Was wollt ihr denn, ihr Affen? Lass mich mal rein jetzt. Lass mich mal rein. Geh weg. Ihr steht immer im Weg rum, ihr Dödel. Na, mein Freund, ich möchte gerne meinen ganzen sinnlosen Kram bei dir loswerden, den du mir mit Freuden abkaufst. Dankeschön. So, erstmal das, dann noch das. Weil die Säcke mir auch keine Moon mehr geben, ne? Ich finde das total frech eigentlich. Ich weiß nicht. Ne, komm. Ich kann mit der Knarre eh nichts anfangen. Was ist das denn? M14 DMR. The United States Marine Corps Designated Marksman Rifle. More formally the United States Rifle, bla 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 bla. Ah, das ist echt eine Sniper. Ist die halbautomatisch? Warte mal. Grip, Silencer, Chest Rig, the Classic. Okay. Ja, Fire Rate ist nicht sehr hoch. Aber... Oder soll ich die Dragunov? Da würdet ihr mir doch bestimmt eher zuraten, oder? Aber dann kann ich nicht wieder zurückreisen. Da haben wir wieder die Bredouille, ne? Ich habe nicht genug Geld dafür. Also ich habe genug Geld dafür, aber dann habe ich nicht genug Geld, um zurückzukommen. Ich kaufe sie mir einfach mal. Ich bin ja nicht umsonst Sniper. Ich möchte auch mal wieder snipern hier. Komm, du sollte. Kann nicht angehen, du. So, die kriegst du. Eine Wodka kriegst du auch. Ich bräuchte halt nur 5000. Dann könnte ich schon wieder abziehen, aber... Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ja, ja. Ach komm, die kannst du auch. Ne, die Batterien, die packe ich in die Kiste. Vielleicht schieße ich ja doch nochmal mit der Gauss Rifle, aber ich glaube es eher weniger. So, erstmal 4 Kännchen Wasser. Oh, Leute, es wird wohl nicht anders gehen, dass ich nochmal zurück in den Zarton muss, ne? Dann muss ich nämlich nochmal zu Uhu, ihm die Dokumente andrehen und... Ach komm, ich mach's einfach. Oder? Warte. Stoneblatt, das bringt nicht viel, das weiß ich. Hier könnten noch ein paar sein. Quarry, Anomalous Grove. Keine Artefakte. Okay. Ne, da hinten. Dann laufe ich nochmal ganz kurz in den Steinbruch. Vielleicht habe ich ja Glück und finde rein zufällig was direkt. Weep. Das Ding ist echt Panne, dieses zweite Generations Nachtsichtgerät. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das gefällt mir nicht. Wenn es so wäre wie dieses Bläuliche, ne? Was man sieht, wenn diese kontrollierenden Dinger bei einem sind in der Nähe. Wenn es so wäre, das wäre extrem geil. Das finde ich sowas von cremig, du. Boah. Was denn, was denn, was denn? Jetzt mal ernsthaft. Was ballert ihr da schon wieder rum, ihr Penner? Du bist ein Freund. Und euch kann ich nicht ausmachen da vorne. Ich sehe hier aber kein Artefakt, das ist schlecht.
Dann laufe ich mal ganz fix da runter. Ich habe ja genug. Ja, ich habe es noch gesagt. Erst habe ich keine Geldprobleme und jetzt habe ich doch wieder irgendwie in gewissem Sinne Geldprobleme, denn ich hätte ja gerne dann doch die Waffe jetzt noch abgegradet. Ohne macht es ja nicht viel Sinn. Da ist eins. Irgendwas Schönes? Nee, nur eine Seele. Oh oh. Ich sehe Lichter und Lichter sind nicht immer gut. Nee, okay, gibt's sonst keins mehr. Schade. Ich habe auf mehr gehofft. Da muss ich wohl doch noch mal im Zarton ein bisschen suchen, aber Leute, das mache ich dann off-cam, wirklich. Das ist dann total langweilig. Da renne ich wahrscheinlich eine ganze Folge lang nur im Kreis, wie immer. Und, ja, ich sag ja, ihr meintet mal, ihr wollt das gerne drin lassen, oder ihr wollt das sehen, wenn ich das mache. Aber wenn ich es nicht mit irgendwas verbinde, dann ist das echt strunzlangweilig, glaubt's mir bitte. Das wäre nur Spielzeitstreckung, also Let's Play-Zeitstreckung, das will ich nicht. Ich glaube, ich werde auch so noch genug Parts hier zusammenkriegen, oder? Ja, Pripyat ist ja noch groß genug. Da gibt's bestimmt noch so ein, zwei Abenteuer zu erleben. Was seid ihr denn für Penner? Ist rot, ne? Nee. Der Mutant war rot. Warte mal. Sie sehen aus wie Wächter. Lassen sich von ein paar Hunden hier erledigen. Naja, nicht mein Bier. Ich brauche Artefakte. Ich brauche Artefakte. Nicht schießen auf mich, bitte. Danke. Ich bin kein Hund. Auch wenn ihr das wahrscheinlich manchmal denkt. Weil irgendwie kriege ich immer so einen Kollateralschaden ab, kommt es mir vor. Was ist das denn? Schlafsack. Den habe ich, glaube ich, irgendwann mal dahin geschmissen. Aber komischer Zufall, dass ich ihn jetzt ausgerechnet dort auf dem Weg liegen sehe. Ja, mir kommt es echt immer so vor. Ich laufe irgendwo durch und peng, peng, peng. Wer wird getroffen? Der dumme Dektaref wieder. Der war's wieder. So. Das Ding ist ziemlich praktisch, glaube ich, wenn ich jetzt hier nach Artefakten stromere. Ja, doch. Das zahlt sich, glaube ich, aus, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit rumrennen kann. Schön die ganze Zeit durch die Gegend rennen. Und ihr macht hier Ründchen Picknick oder... Guck mal, das sind halt Freiheit und Wächter. Ich glaube, wenn die weiter weg sind von der Station, dann beballern die sich gegenseitig wieder. Ja, das machen die echt. Die kennen da nix. Ich glaube, hier habe ich auch nicht mehr viel drin, ne? Ne. Die kann drin bleiben. Ist mir auch egal. Aloha! Aloha, mein Freund. Kaufen wir noch ein bisschen was ein. So, das Übliche eben, ne? Das Übliche. Ach, warte. Was brauche ich denn für das Ding für... Hier für Munition. Ich weiß es gar nicht. Was brauchen die für Munition? 7,62, 54er. Ja gut, das ist alles 51. Ja gut, die hier eigentlich, oder? Aber die passt da nicht rein. Hoffentlich habe ich da noch Moon in der Kiste in Pripyat. Strastvui. So, dann gehen wir mal zu Skadovsk. Ja, ich weiß, 1000 Rubel. Die habe ich doch auf Tasche, du. Das passt. Kein Problem. Ja, so, aber jetzt endgültig, Leute, ich verspreche euch, ich werde da nicht mehr hin und her reisen. Ich weiß, das ist anstrengend. Also für mich ist es anstrengend, wenn ich die ganze Zeit hin und her reisen muss und diesen blöden Ladebildschirm sehe. Ich meine, der dauert nicht lange, aber mir ist es schon genug an Ausreißen aus der Atmosphäre. So, mein Freund, was brauchst du denn? Eine Flame, warte mal, habe ich da noch mehr davon? Ach nee, die hier. Ah, guck mal, perfekt. Natürlich kriegst du die. Guck mal, 10.000. Yeah. Habe ich ja schon mal erzählt. Habe ich letztes Mal auch vertickert. Der hat immer nur die billigen, ne? Hier eine Ranched. Das ist minus 4, aber... Ich könnte sie mir eigentlich kaufen anstelle von der Blase und die dann einsetzen. Weil die gibt... Na gut, 4.000, komm, nee. Quatsch. Das ist Quatsch. Herkules, ne, behalte ich mal. Ich glaube, ich brauche das Ding zwar nie wieder jetzt mit dem Anzug, aber... Das passt schon. Die Spritze habe ich auch noch nicht benutzt. Die Axyl-Talasil Rebirth. Talisal, entschuldigt. Ja, da legen manche von euch Wert drauf, wenn man es richtig ausspricht. Na gut, Leute, wie gesagt, ich werde jetzt noch meinem Tagesgeschäft nachgehen, Artefakte suchen, einmal hier durchrennen durch die Zone im Zarton und dann würde ich behaupten, sehen wir uns wieder. In einem Städtchen. Ihr kennt es alle. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst, Bewertungen und Kommis schreibt.
Und wir sehen uns wieder bei Stalker. Call of Pripyat.